Samstagmittag. Willkommen, ihr Leute, die alle genau wie ich in der untersten Schublade wohnt. Freunde des schlechten Humors, Freunde der Pimmelwitze und einfach nur, ich wollte schon sagen Querdenker. Nee, Andersdenker, nicht Querdenker. Querdenker sind ja die Querdenker, ne? Ich bezeichne mich als ein bisschen anders als die anderen. Aus gegebenem Anlass. So, ich wurde geinfluenced von meinem lieben Freund, dem Moritz. Den Moritz verlinke ich euch unten nachher bei Instagram oder sein Instagram-Profil. Sehr geiler Typ, macht sehr geilen Content, schenkt dem mal ein bisschen Liebe, lasst dem mal ein Abo da, weil, wie soll ich sagen, er ist nicht so ein Spinner wie ich, sondern der weiß, was er macht. Und das sieht man auch auf den Fotos. Also, ich will gar nicht mehr, ich baue da jetzt einfach Spannung auf. Guckt einfach bei einem geilen Typen auf sein geiles Profil. So, mit was hat der Moritz mich geinfluenced? Der hat mir ein Foto geschickt und zwar von diesem Geschoss hier. Eine kleine Ringleuchte. Und was der mit der Ringleuchte gemacht hat, zu dieser Ringleuchte, die verlinke ich euch unten mal, das Ding kostet irgendwie 8,50 Euro. Also es ist schon erstaunlich, wie wenig Geld man, wie viel kriegt aus China. Also bin ich immer wieder überrascht. Diese Ringleuchte ist normalerweise dafür gemacht, dass man sie mit so einer Klammer oben an seinen Laptop dran machen kann, dass man eben einfach eine Lampe hat, wenn man, was weiß ich, streamt oder weiß der Teufel. Nein, der Moritz hatte eine coole Idee, die ich ihm postwendend direkt geklaut habe. Und wenn es irgendwann mal 100 Millionen Euro abgeworfen hat und der mich dann verklagt hat wegen Urheberrechtsverletzung, dann teilen wir uns den fetten Reibach auf den Malediven beim Saufen. Ich wollte schon sagen, und beim Koksen, aber wir nehmen ja keine Drogen. Normale Bekloppte. So, Ringlicht. Der Moritz hat sich da eine schöne, aufwendige 3D-Halterung gedruckt. Ihr wisst ja, 3D ist nicht so meins. 3D, CNC, ich halte die Sachen immer gerne einfach. Ich bin so der Hammer-Nagel-Schraube-Typ. So, was mache ich jetzt mit dem Ringlicht? Mit dem Ringlicht, zeige ich euch. Ich habe hier schon mal die gute alte Heißklebepistole angeschmissen. Jetzt stelle ich nur mal die Kamera um, dass ihr auch seht, was ich mache. So. Ich habe natürlich wieder, laufe ich wieder Amok mit meinen Magneten. Magnete sind einfach geil. Das ist einfach eine super Geschichte. So, dann nehmen wir die. Ist die schon heiß? Aua, ja, ist schon heiß. Machen wir einen schönen Kniddel die Döddel hier drauf. So. Man könnte das ja schrauben, aber der LED-Streifen ist unten hier eingeklebt. Deswegen sollte man es nicht schrauben. Und ganz ehrlich, das Ringlicht, das wiegt irgendwie, keine Ahnung, 150 Gramm. Da braucht man jetzt nicht wirklich irgendwelche großen Schrauben reinmachen. So, klebe ich einfach mal hier drauf. Die zwei Magnets. So, ziehen wir den Kollegen mal raus. Was bei der Lampe nicht dabei ist, da die ja dafür gedacht ist, dass man sie an den Laptop anschließt, ist ein USB-Ladekabel. Das sollte man noch haben, aber jedes stinknormale Handy-Ladegerät, da hat ja mittlerweile jeder irgendwie 17 Stück zu Hause liegen. Die Scheiße kostet ja auch ehrlich gesagt nichts mehr. Braucht man dazu. Und das Kabel ist ausreichend lang. So, zack, stecken wir das mal schnell ein. Zeige ich euch, das Ding hat irgendwie sogar 17 verschiedene Modi, keine Ahnung. On, off. Das ist sogar dimmbar. Was ist das? Ah, Farbwechsler. Alter, das ist ja pornös. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. So, was machen wir jetzt mit der tollen Lampe? Nicht nur, dass die toll ist und cool aussieht. Die macht auch schön Licht. Zeige ich euch. So, Tischbohrmaschine. Der Moritz hat ein Problem erkannt. Und zwar, ich habe hier zum Beispiel für meine Tischbohrmaschine so einen Ikea-Funzel. Die klemme ich hier immer dran. Zack, steck die ein. Und dann habe ich hier Licht von einer Seite mit so einem Schwanenhals. Funktioniert zwar, aber was haben wir das Problem? Schattenwurf. Sobald hier ein Bohrer liegt oder sonst irgendwas, habe ich hier einen Schattenwurf. Dann ist natürlich... Jetzt schmeiße ich hier noch das Zeug weg. Super. Das ist genau das, was ich heute vorhatte. So. Jetzt ist der Moritz natürlich auf die geile Idee gekommen und hat gesagt, hey, Ringlicht, gibt es keinen Schattenwurf. So. Das ist jetzt natürlich meine Billo-Variante mit dem Magnet. Aber das, der Vorteil ist, wenn man es natürlich nicht klebt oder sonst irgendwas oder schraubt, kann man es schnell wieder wegmachen. So, dann stecken wir nämlich die Lampe ein, zack, schmeißen die hier an, zack, und haben hier Licht ohne Schattenwurf um die Bohrmaschine. Ha? Geil oder geil?
So. Kleiner Aufwand, große Wirkung, geile Optik. Das Kabel kann man natürlich mit zwei Kabelbindern nachher nach hinten schmeißen, damit es nicht im Weg rumhängt, und den Halter irgendwo, den Lichtschalter irgendwo hinkleben. Ich verlinke euch nachher mal so ein Ringlicht. Ich verlinke euch auch noch irgendein USB-Ladegerät. Ich gucke mal, ob ich billig irgendwie eins finde. Aber wie gesagt, die Lampe alleine kostet 8,50 und dann habt ihr am Schluss sogar noch diese Klammer irgendwie über. Könnt ihr benutzen zum, keine Ahnung, Nippelzwicker oder so. Ja. Was soll ich sagen? Würde ein mehr oder wenig sinniger, oder ich finde das Ding eigentlich gut, Lifehack, Werkstatthack. Leute, ihr hört von mir gerade so wenig, weil ich habe ein bisschen viel zu Arbeit oder viel zu tun auf Arbeit, viel zu tun zu Hause. Deswegen werde ich versuchen, die Videos so nach und nach ein bisschen rauszuhauen und von mir hören zu lassen. Aber verzagt nicht, mehr Blödsinn kommt. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.